Hallo und willkommen zum ersten Livestream. Wir haben wie angekündigt um 19 Uhr mit dem Livestream zu Hearthstone gestartet und möchten in diesem Livestream eigentlich so ein bisschen das Solo-Abenteuer Karazhan machen. Eine Nacht in Karazhan. Und ja, eine Nacht in Karazhan, feiert mit Medivh und der Schickeria von Azeroth ein unvergessliches Fest im Turm von Karazhan, sorgt dafür, dass die Party ein voller Erfolg wird und erringt 45 exklusive Karten. Die wollen wir natürlich alle haben, aber es sind noch nicht alle da. Ich glaube, zwei Flügel sind mittlerweile offen. Ja. Komm, starte. Starte. Ja, also, erster Livestream. Haben wir auch richtig Bock drauf. Kam relativ spontan. Wir haben das Tafelsilber zum Leben erweckt. Schauspiele geprobt und die Menagerie vorbereitet. Dieses Fest wird in die Geschichte eingehen. Das war Medivh. Jo. Feiert mit Medivh ein magisches Spektakel der Sonderklasse. Morrows, was macht ein Dämon im Ballsaal? Fähigkeit, Legion, Heldenfähigkeit, ruft einen Abyssal 6-6 herbei. Das erinnert einen direkt wieder an World of Warcraft, oben auf dem Dach. Yep. Wobei ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht weiß, was du meinst. Hast du Karazhan nie gespielt? In WoW-Zeiten? Doch, schon. Ganz oben auf dem Dach hast du doch gegen dieses Ding da gekämpft. Das hat dann immer so Infernals auf dem Dach hingestellt mit so einem Kreis drumherum. Da durftest du nicht drin ja, stehen. Ja, du musst so ausweichen. Richtig. Das ist lange her. okay, Moment. Ich schalte mal eben das Ding hier aus. Denn die Karten sind da ja nicht drin. Okay, was haben wir denn hier? Arcane Explosion, Weisheit des Erzmagiers. Eure Zauber kosten in diesem Zug 0. Ja, machen wir die beiden mal weg. Die halte ich mal. Feuerball. Geheimnisvolle Rune. Spielt 5 zufällige Geheimnisse aus. Was? Hervorrufung. Erhaltet 5 Mana-Kristalle nur für diesen Zug. Okay, aber das lohnt noch nicht. Was sind unsere Heldenfähigkeit? Zieht 3 Karten. Okay, krass. Das ist cool. Das ist echt cool. Alle Realitäten stehen mir offen. Abgesehen von dieser Feier. Lehrling des Erzmagiers. Jedes Mal, wenn ihr einen Zauber wirkt, mischt ihr eine Kopie davon in euer Deck. Ziehen wir erstmal 3 Karten. 10 Rüstung, keine Geschosse, Flammenstoß. Wir könnten jetzt mit 5 Mana-Kristallen das Ding noch töten, aber wir haben hier eh noch ein bisschen Rüstung, ne? Noch. Die richtigen Gäste werden jeden Augenblick eintreffen. Oh, ich sehe gerade, dass das gar nicht weg ist. Dann kann ich es auch wieder reinmachen. Ich habe das übrigens hinbekommen, dass wir hier an der Seite die Karten sehen, die noch im Deck sind. Okay, so, dann können wir ja jetzt mal ein bisschen was machen. Also, ich würde sagen, wir spielen erstmal den, weil wenn ihr einen Zauber wirkt, mischt ihr eine Kopie davon ins Deck. Und wir werden jetzt ein paar Zauber wirken, würde ich mal sagen. Erstmal... Du, dann diese Karte wieder zurück ins Deck. Dann eure Zauber kosten 0. Läuft. Dann können wir, glaube ich, erstmal 3 Karten ziehen. Weil es kostet ja eher als alles 0, ne? Nochmal 5 Mana Kristalle. Okay, so, dann gucken wir mal. Also holen wir mal die Geheimnisse. Könnten mit Flamestrike eigentlich gut arbeiten. Flamestrike und dann noch arkane Geschosse hinterher. Oh, ich hätte auch arkane Explosion nehmen können, ne? Na ja, egal.
10 Rüstung. Okay. Ja, ich würde mal sagen. Was zur Hölle? Oh Mann. Ja, wir müssen mal gucken, nach Karazhan eventuell Ranked spielen. Was hast du jetzt alles für für Geheimnisse eigentlich? Ja, stimmt, das sollte man mal nachgucken. Spiegel ist dabei. Duplizieren, zerstäuben und Eisbarriere. Also nochmal Rüstung. Schon wieder Zauberkosten 0. What the fuck? Erstmal wieder Karten ziehen. Ihr habt in diesem Zug plus 5 Zauberschaden. Ihr habt in diesem Zug nochmal plus 5 Zauberschaden. Können wir den damit schon töten? Also wir können die Karte spielen und die Karte. Und dann haben wir 15. Dann haben wir da 13 Schaden. Und da haben wir nochmal 16 plus 8. 29, 37 reicht nicht, aber das Board wäre weg, ne? Aber ich glaube, so dringend ist das nicht. Ich mach mal so. Und dann Arkane Explosion. Ach scheiße, ich bin so doof, ne? Na gut, dann machen wir es jetzt so. Wir haben ja so viel Card Draw. Wenn du dieses Deck richtig hättest, wäre einfach nur Hammer nice. Ja, das ist übertrieben. Zumal du halt einfach jeden Zauber wieder ins Deck gemischt bekommst, ne? Ich brauch dieses Deck. Ha! Mehr Infernals! Zauberkosten 0. Also erstmal wieder Card Draw. Dann wieder die 5 Geheimnisse. Ich weiß nicht, gibt es noch 5 Geheimnisse? Zauberformen, Gegenzauber, Spiegelgestalt, Zerstäuben. Ich glaube, wir haben jetzt so ziemlich jedes Magier-Geheimnis abgesehen von Eisblock. Ich finde, es ist einfach zu einfach. Ganz ehrlich. Die Ballons vergessen. Sir, Murlocs haben Angst vor Ballons. Erinnert ihr euch an letzte Woche? Die Dialoge sind ganz witzig. Zieht 2 Karten, erhaltet 4 Rüstung. Tja, aber nicht mit uns. Jetzt irgendwie Feuerball oder so, dann hätten wir gewonnen. Frostblitz, das reicht glaube ich nicht. Ruft einen legendären zufälligen Diener. Okay, ich glaube jetzt haben wir gewonnen. 5 Mana-Kristalle. Zauber sind kostenlos. 5 Zauberschaden. Du, du und du. Das ist ja nur der Prolog, ne? Zurück, wo ihr herkommt, Dämon. Sieg? Fragezeichen. Deine ersten Karten. Verzauberter Rabe, 2-2 für Druide Wildtier. Und Portal Feuerlande, verursacht 5 Schaden, ruft einen zufälligen Diener herbei, der 5 kostet. Okay, ich habe mir übrigens die Karten so noch gar nicht richtig angeguckt. Ich weiß also nicht, was da jetzt auf uns zukommt. Hallo Marcel. Ja, geht, ne? Hi Marcel. Okay, dann holen wir uns mal den ersten Flügel. Bin ich mal gespannt. Also, sollten wir danach noch ein bisschen gewertet spielen, dann hatte ich überlegt mit Magier, weil ich habe sowieso eine Magier-Quest, habe dann da auch einen Magier mal vorbereitet. Da fehlen aber noch ein paar Karten hiervon. Und dann schauen wir mal. So, ich warte jetzt auf die Autorisierung, das gerade irgendwie ein bisschen länger dauert als sonst. Hallo?
Ich bin der Besitzer dieses Accounts, also bitte schalte frei. Ja. Das Abenteuer ist echt leicht, aber echt cool, mal so live zu sein. Ja, finden wir auch. Kannst du ruhig vorlesen, die Kommentare? Hast du gerade echt Probleme gehabt, es zu lesen? Nee. Ich brauche meine Hilfe. Marcel, wie geht's dir? Nur mit den Portalen in der Turmspitze können wir ihn und das Fest retten. Der Salon. Er meinte, da ihr live seid. Ach so, ja, klar. Das finden wir auch sehr cool. Das war eine sehr, sehr spontane Idee. Wie geht's uns? Uns geht's gut, oder? Ja. Gerade ein bisschen aufgeregt für erste Livestream und so, aber... Ich nicht. Grundsätzlich gut. Das ist nicht mein erster Livestream. Tafelsilbergolem. Ihr müsst die Turmspitze erreichen, bevor die Party aus dem Ruder läuft. Was kann der denn? Zu Tisch ruft einen Teller 1-1 herbei. Okay. Ich spiele jetzt einfach mal mit dem Standard-Control-Priest von mir. Aber schön, dass du dabei bist, Marcel. Und natürlich die anderen. Gegen den Tafelsilbergolem. Darf ich zum Tanz bitten? Reno Jackson. Nein, nee, Harrison Jones. Oh mein Gott, warum verwechsel ich die Karten immer? Die schauen gar nicht ähnlich aus. Ist kein Reno-Deck. Oh Mann. Sylvanas können wir, glaube ich, erstmal nicht gebrauchen. Das Tafelsilber hat sich gegen uns verschworen. Wir sind umzingelt. Wir sind umzingelt, sagt er. Ein Tässchen Tee. What? Teller haben plus einen Angriff. Okay. Fängt ja schon mal gut an. Teller, die gebufft werden von anderen Tellern hier. Tassen, Entschuldigung. Und Gabel, lol. Okay. Warum ziehe ich jetzt den ganzen großen Scheiß? Ja, ich muss die spielen. Warum? Weil ich sonst nichts spielen könnte. Was ist das Problem? Kriegerdeck, okay. Aber echt schöne Idee. Ich überlege gerade, wie lange das her ist, wo ich dich mal live gehört habe. Ist doch klar, dass ich dabei bin. Hab zwar nur bis gegen 8 Zeit, aber ich bin ja gern dabei. Das ist cool, doch. Ja, das ist echt schon Ewigkeiten her. Ich hatte, glaube ich, mit Steffi mal einen Livestream gemacht. Das ist aber schon, boah, krass. Oh. Oh, das war... Na, egal. Nicht ganz so schlau jetzt von mir. Ich hätte den auch spielen müssen. Da war ich zu schnell. Ich war zu schnell. Ja, geh face. Easy. Gleich tot. Nee, easy. What? Läuft. Warum zieh ich denn nur den großen Scheiß? Ich glaube, du kannst aufgeben. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bist. Er darf nicht nochmal dieses Ding haben. Mit plus ein Angriff. Er schreibt, da war ich nicht dabei, nur noch, dass wir einmal über Skype gequatscht haben. Ja, das haben wir. Das ist wirklich so. Echt? Ja. Was lief da so zwischen euch? Nein, wir wären tot gewesen, wenn er das richtig gespielt hätte. Du hast aber jetzt verloren. Was ist denn das für ein Scheiß? Du hast gegen den Bot verloren. Er schreibt, das willst du nicht wissen. Marcel, doch, also wir können auch gerne mal eine Runde spielen. Hearthstone natürlich. Dann können wir mal reden, ne? Über damals. Vielleicht erfahre ich da irgendwas. The end is coming!
Ne, ich muss mich heilen. Sonst macht der böse Dinge mit mir. Auch Renai, bitte? Hast du kein Holy Nova? Du hast kein Holy Nova in deinem Deck? Nee. Aber dafür habe ich hier freigelegtes Unheil drin. Auch Renai? No. Tschüss. Einen kaputt machen. Einen kaputt machen. Heilen. Ich lebe noch, will ich an dieser Stelle mal sagen. Noch. Ja, yeah, das mit dem Pyromancer habe ich irgendwie so ein bisschen verdaddelt. Marcel kann spielen. Der hat schon wieder gewonnen. Der spielt voll Kacke. Wie kann man nur gegen sowas verlieren? Ja. Wie wär's mit aufgeben und nochmal anfangen? Ich glaube, ich kann das echt nicht mehr gewinnen, ne? Ich könnte jetzt einen töten, dann könnte ich Sylvanas töten und hätte einen, dann könnte ich die spielen, aber dann habe ich keine Mana mehr zum Heilen. Zweite Runde und er gibt auf. Wie, zweite Runde? Halt. Also das erste haben wir gewonnen und das ist die zweite Runde. Ach so, ja. Ich habe aber auch echt dämlich in dem, muss ich sagen, das mit dem Pyromancer und Resurrect hat mich, glaube ich, hat mich gekostet. An der Stelle hätte ich das gewinnen können. Marcel hat es beim ersten Mal geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Marcel. Ich bin richtig stolz auf dich. Kannst du den Keks kaufen? Ich glaube, er wird jetzt schon ein bisschen mad. Ich bin niemals mad. Gar nicht in. Du bist immer diejenige, die direkt ausrastet. Das darf keiner wissen. Ich erinnere mich da noch an unseren Versuch gegeneinander zu spielen. Nein, die Klappe. Ruhe. Das will keiner wissen. Glaub mir, das will keiner wissen. Löffel. Ist eine Waffe. Goebbels? Wo sind die Goebbels? Wollt ihr das kleine Sieb? Na. Teller haben Spott. 5 Schaden! Pyromancer bitte. Oder auch Renai. Naja. Nicht ganz das, was ich jetzt haben wollte. Noch einer mit 5 Schaden. Pyromancer bitte. Ansonsten muss ich mir gleich mal ein Deck, ein Warrior-Deck oder sowas bauen mit Wirbelwind und so einem Scheiß. Aha! Aha! Jetzt zeige ich dir mal, wie hier der Hase läuft. Aber nicht mit mir, Fräulein. Ja, ich habe keine Lust mehr, jetzt extra dafür ein Magier-Deck zu bauen. Aber es ist kinderleicht, schreibt er. Ja, ja. Für Kinder gemacht. Könnt ja eigentlich einfach. Ach, ich spiel Harrison. Das gehört in ein Museum. Könnt ihr heute Kinderriegel verlosen? Schicken wir per Post. Das lohnt sich. Ihr müsst es einfach liken. Und einen Kommentar da lassen. Das lohnt sich, das lohnt sich. Er hat übrigens geschrieben, ein Tempomagier. Reicht für alle 3 Bosse. Ja, wie gesagt, ich hatte keine Lust mehr da jetzt. Ich habe mir ein Tempomage vorgelegt für nach Karazhan. Und da habe ich jetzt keine Lust, das da wieder umzumodeln. Ich habe meine ganzen Listen mal gelöscht. Deswegen. Extra für die Aufnahme. Noch einmal. Okay. Oh, warum eigentlich? Was denn?
Warum du alles gelöscht hast. Du hast so gute Decks gehabt. Baue ich neue gute Decks. Nee, ich hab die gelöscht, einfach wegen jetzt neuer Saison, Aufnahme und so. Und dann dachte ich jetzt mal in was Frisches reinsteigen nach Karazhan. Sowieso müssen die Decks geändert werden. Habe ich das einfach vorweggenommen. Seine Antwort, ah, okay. Oh. Oh. Habe ich gewonnen? Ich habe gewonnen, oder? 4, 8, 9, 11, 15. Ich habe nicht gewonnen. Willkommen beim großen Turnier. So, dann wenigstens im zweiten Anlauf. Ich wusste gar nicht, dass da so wenig Verzögerung in dem Stream drin ist. Das ist krass. Vielleicht gewinnt, wieso vielleicht, als ob du jedes Mal gewonnen hättest. Du bist so eine Laberbacke. Disqualifiziert. Marcel? Ich nehme die Herausforderung an und ich werde dich besiegen. Oh, wir haben die tödliche Gabel bekommen. Das ist so... Ich weiß nicht, warum tödliche Gabel? Wie heißt es auf Englisch? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Gabel auf Englisch? Was? Was? Ja. Was schreibt man aber mit mehr A als mit S? Was? Ja, Marcel, um es dir zu verdeutlichen. Ich nehme es an. Wir spielen miteinander, also gegeneinander, nicht miteinander. Spiegelbilder, ruft eine Kopie von jedem ausgespielten Diener herbei. Ah, okay. Probieren wir es einfach nochmal mit dem Control Priest. Nehme ich an, aber ich muss echt sagen, dass ich meine Decks auch umstellen musste. Ja, das ist halt normal, ne? Neues Add-on, neue Decks. Okay, Marcel, dann freue ich mich auf ein Spiel mit dir. Oh, das ist eigentlich gar nicht so eine verkehrte Starthand. Aber ich glaube, ich hätte eigentlich... Ich muss eigentlich im Endzord Priester oder so spielen. Geht ja auch schlecht bei Hearthstone zusammen zu spielen. Außer man hat wieder so ein geiles Kartenchaos wie das letzte Mal. Ja, das war echt cool. Das hat Bock gemacht. Boah, lol. Was eine Kombo. Ein Cartoon-Krieger. Er hat einen Cartoon-Krieger, aber der bringt auch nichts mehr. Swept up, was ihr in eurem Deck? Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Schönste im ganzen Land? Ihr jedenfalls nicht, ihr Vogelscheuche. Lol. Was? Der will mich doch echt flachsen, der Typ. Jetzt haut aber alles raus. Jetzt kriegst du aufs Maul. Ja, ich freue mich dann schon auf eine Runde. Ja, das war echt gut. Ist mal was anderes. Die Sprüche sind ja schon echt mega geil. Oder echt geil. Hallo, Tompu, Tompu. Hallo! Was machen wir denn jetzt? Ja, die Sprüche sind genial, doch. Und ich freue mich auch. Ja, freut uns, dass du gekommen bist, Tombo, Tombo. Schön, dass du dabei bist. Ja, willkommen. Eure Mutter war ein Murloc. Das ist der geilste Spruch überhaupt. Ich mag die Karte. Ja, was mache ich denn jetzt? Oh, gleich zwei Sylvanas, das ist nice. Das gehört in ein Museum.
Ich wage nicht daran zu denken, wie er reagieren wird. Farius, ihr meint wohl eher Speck-Farius. Was zur Hölle? Der war flach. Ich bin bereit. Aber ich nicht. Okay, okay, okay. Jetzt gibt's gerade so ein bisschen... Was? Ja, bei mir steht derzeit 6 Zuschauer. Ja, aber immerhin. Okay, okay. Wir machen das so. Doppel-Sylvanas. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Hat der Liesel oder was? Nee. 4 Schaden. Wenn er 4 Schaden auf der Hand hat, ist scheiße. Ja. Er hat 4 Schaden. Ach, du bist doch ein Sackgesicht, ey. Ciao, Tombo Tombo. Hau rein heißt Tschüss, oder was? Ich glaub schon, oder? Oh, schade. Tschüss. Ja. Ich glaub kaum, dass sie gemeint hat, ich hau dir einen rein. Ach, nicht herstellen. Neues Deck. Machen wir schnell ein Tempomage. Kahnschlag, Mana-Würm, Spiegelbilder, Frostblitz. Zwei Karten ziehen. Du kommst rein. Vergessene Fackel. Feuerball. Achso, hau rein heißt nicht Tschüss, sondern ich bin noch da. Achso, hallo. Hallo noch da. Keine Ahnung, ich brauche jetzt... Ach, die kann ich eigentlich auch mal verwenden. Vielleicht sind die ganz nett, die Karten. Ist jetzt egal, ist kein richtiger Tempo-Mage, aber Hauptsache, wir haben da ein bisschen was, womit wir den fertig machen können. Ich habe irgendwas essentiell Wichtiges vergessen, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, da fehlt irgendwas. Backfisch. Zauberlehrling fehlt, genau. Zauberlehrling. Zweimal sollst du Zauberlehrling und Flammenschürer zweimal. Ist schon drin. Backfisch? Also Backfisch, haha. Witzig. Egal, ich mache jetzt einfach noch zweimal, weiß ich nicht. Kältekegel, komm, scheiß drauf. Hallo, kleine Engel. Hi. Und nochmal vielen Dank für heute Nachmittag. Und einen guten Appetit, kleiner Engel. Jaina gegen den Zauberspiegel. Du bist zu langsam, Marcel. Du bist einfach definitiv zu langsam. Marcel hat noch geschrieben, Kristall, diese Karte. Ja, was denn Kristall? Kristall, was für eine Kristallkarte? Diese Kristall da. Ich glaube, wir waren viel zu schnell, aber naja. Egal. Kleiner Engel, was gibt's denn Leckeres? Wo du 3 Zauberkarten bekommst. Ach so. Nee, das kommt doch nicht in Tempo-Mage rein. Er schreibt doch. Der lügt. Du lügst, Marcel. Es kommt immer darauf an. Ja, aber ich weiß nicht, ich finde die ist so ein bisschen, Wird das jetzt ein Diva-Streit? Nö, jeder spielt ja seine Decks so ein bisschen anders. Es gibt viele, die das wirklich so machen. Das ist auch richtig, aber muss man ja nicht. Okay, ich bin dann mal weg bei Kleiner Engel. Da gibt's was richtig Leckeres zum Essen. Erstmal essen. Tschüss! Oh ja, bis die Funken fliegen. Diva-Streit. Fetzen, oder nicht? Nee, bis die Funken fliegen. Ich helf dich. Dann helf mir halt nicht mehr.
Marcel, ich bin gerne für Tipps offen. So, easy peasy. Einer weiß es zu schätzen. Erstmal alle vollstopfen. Hausspinne. Ruft eine Spinne herbei. Yay. Guck mal, das ist genau das für dich. Was? Hausspinne ruft eine Spinne. Naja, solange sie nicht in der Wohnung ist. Medivh hat wieder einmal die Schachfigur nicht weggeräumt. Er hat geschrieben, ich sag ja, Tempo geht ganz leicht. Ja, hast du recht gehabt. Schummeln. Heldenfähigkeit, vernichtet den feindlichen Diener, der sich ganz links befindet. Oh, ich muss kein Deck von mir nehmen, ich krieg ein Deck. Der weiße König gegen den schwarzen König. Weiße König gegen den schwarzen König. Was haben wir denn hier? Weißer Bauer, weiße Dame. Kostet zu viel. Weißer Bauer sind die Standardfiguren wahrscheinlich. Automatischer Angriff fügt Feinden direkt gegenüber einen Schaden zu. Okay. Hallo Tompu Tompu. Uns geht's gut und selbst? Figuren greifen automatisch am Ende eures Zuges an. Oh. Wer kennt Watch Dogs nicht? Wir haben es sogar. Ja. Ist aber nicht so gut, finde ich. Nein, ich finde es eine billige Nachmache von GTA, ne? GTA, ja. Definitiv. Ja. Was? Jetzt greifen die beide den an? Okay. Sorry, aber es ist meine Meinung. Schlägt sie beide. Ah, okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier drei hinsetze. Moment, wie mache ich das? So? Nee, so. Der linke wird vernichtet. Ja, der linke wird ja vernichtet. Das heißt, der Schwache muss nach links. Und jetzt müsste der zwei Schaden. Nee. Doch, der zwei und der zwei Schaden kriegen, oder? Ah, Prinzip verstanden, okay. Okay, das ist also schlecht, was er gemacht hat. Man muss immer versuchen, eine ungerade Zahl hinzukriegen. Die richtige Stellung ist der Schlüssel zum Erfolg. Okay, das heißt, ich kann jetzt erst... Was habe ich denn hier eigentlich? Rochade. Heldenfähigkeit, entdecke eine Schachfigur. Cool. Marcel war auch nicht so zufrieden mit Watch Dogs. Ich habe mein Trinken vergessen. Dürfte ich mal aus deinem Glas trinken? Ach so, klar. Bitte schön. Thanks. Der spielt halt voll schlecht, ne? Marcel, du wirst lachen. Wir wollen uns auch Battlefield 1 holen. Weil wir sind ja eigentlich treue CSGO-Zocker. Beziehungsweise Counter-Strike-Zocker, ja. Mehr Go als was anderes. Und es lutscht mittlerweile einfach. Und deswegen wollen wir uns Battlefield 1 holen. Und vielleicht bist du mal bei einer Runde mit dabei. Asterix and Friends habe ich gespielt. Das ist echt ein super Spiel. Das macht richtig Bock. Ist aber leider irgendwann ein wenig eintönig geworden. Marcel, aber nicht... Wie, nicht, ja, ich glaube, Battlefield 1 kommt nicht für die PS4 raus, ne? Doch, aber Xbox One hat Vorrechte. Ich glaube, auf der Xbox One kommt es nur früher. Wir holen es uns aber. Ah, das war so dumm, was ich gemacht habe. Das wollte ich gar nicht. Für was Shit. Holen wir uns das? Für PC natürlich. Ja, das ist ja, du machst ja auch nichts anderes bei Watch Dogs, ne? Das ist ja das Schlechte. Wir sind gleich im Theater, aber wir müssen uns beeilen. Marcel, holst du aber bitte für den Rechner.
ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, bei Watch Dogs machen die das sogar, bei Battlefield 1 machen die das sogar übergreifend, aber ich bin mir nicht sicher. Wenn ich jetzt da angreife, dann habe ich 3. Das heißt, ich muss 2 Figuren spielen. Das heißt, ich kann einmal gucken, was wir hier haben. Weißer Turm fügt Feinden direkt gegenüber 2 Schaden zu. Den will ich haben. Dann machen wir das so. Dann stellen wir hier den hin. Und den Turm muss ich so, so setzen. Ich setze ihn mal mittig. Marcel holt es sich für die PS4. Tombo schreibt, kennst du Clara in Watch Dogs? Keine Ahnung. Das ist Ewigkeiten, als ich das gespielt habe. Da ist das gerade frisch rausgekommen und dann habe ich es auch nicht wirklich so lange gespielt. Aber vielleicht haben wir Glück, Marcel, dass es wirklich stimmt, dass man dann trotzdem miteinander spielen kann. Bin mir nicht sicher. Ich habe aber auch irgendwas davon gelesen, dass es übergreifbar ist. Ich glaube es aber erst, wenn ich es sehe. Ja, ich mache nochmal hier Cheaten. Oh, Turm. Sehr gut. Den Turm kann ich gebrauchen. Den kann ich nämlich hier hinsetzen. Marcel, wir haben schon vor... Da waren wir noch gar nicht zusammengezogen. Haben wir schon gesagt, wir holen uns eine PS4. Aber es schwankt zwischen Xbox One und PS4. Und deswegen... Müssen wir mal schauen. Ja, wir können uns einfach nicht entscheiden. Also, ich komme mit PSM besser voran als... Wobei mittlerweile der Xbox-Controller für dich auch kein Hindernis mehr ist, ne? Ja, aber du könntest dich ja auch einfach an PS... Das hat aber damit ja nichts zu tun. ...Controller... Mir geht's ja gar nicht um den Controller. Mir geht's auch einfach so, diese Aussage, die Exklusivtitel sind besser, stimmt halt schon gar nicht mehr, weil die Exklusivtitel für die PS sind jetzt auch nicht so hammergut. Finde ich. So. Marcel schreibt gleich, PS4 ist besser. Kommt immer darauf an. Und Tompo schreibt, dass er keinen Ton hört. Was meinst du mit, du hörst keinen Ton? Du hörst noch nicht mal Mikrofon oder was? Und ob wir noch streamen. Ja, wir streamen noch. Hoffe ich doch. Marcel, kannst du mal gerade antworten? Triumph der Diagonale. En passant. Ja, Marcel schreibt, er hört uns beiden gut und wir streamen noch. Ist denn unser kleines Engelchen noch da? Das habe ich jetzt falsch gemacht. Ach, Mann. Das habe ich falsch gemacht. Marcel, schreibt dir dann auf jeden Fall eine E-Mail. Okay, super. Super, wir kommen zurück, Tombo. So, jetzt aber nochmal mit Konzentration. Also, was will ich machen? Also, der kommt dazwischen, dann muss aber da links einer hin. Und dann holen wir uns nochmal eine neue Figur. Nehmen wir den. Und dann bauen wir 2 Läufer hier hin. So. Ja, wahrscheinlich über YouTube. Ich habe nicht deine private E-Mail-Adresse in meiner Hosentasche. Du sollst den 7 Mana spielen. Nee. Einfach mal Nein sagen. Spiel jetzt. Oh, du hast eine private E-Mail-Adresse. Ich habe eine private E-Mail-Adresse. Von Marcel. Kann sein, ja.
Er hat geschrieben, ja. Wie gesagt, kann sein. Hast gewonnen. Aber er hat ja auch mich in Battle.net, von daher kann man auch darüber schreiben. Stimmt, das ist ja der, mit dem du dauernd schreibst. Was heißt denn hier dauernd? Als wenn du Hearthstone spielst, dann schreib dir schon oft. Schachmatt. Schachmatt, sag ich nur. Das war einfach. Wenn wir so weitermachen, willkommen zurück, kleiner Engel. Och, Engel. Ich kann mir vorstellen, dass Engel auch so ein kleiner Tollpatsch ist. Ruft für jeden feindlichen Diener einen Bauern 1-1 mit Spott. Für Krieger. Ist, glaube ich, gar nicht so gut, ne? Das ist so eine andere Version für diese Hunde vom Jäger und die haben Ansturm. Was will ich denn mit ganz vielen 1-1 Spottern, wenn der Krieger doch gerade die Klasse ist, die ständig alles mit einem Schaden kaputt macht? Dieser komische Ghoul, der allen einen Schaden macht, dann Wirbelwind macht allen einen Schaden. Revenge? Nee. Ist doch ein Kack. Arkanschmied, Kampfschrei, ruft einen Diener 05 mit Spott herbei. Na. Marcel hat gerade geschrieben, wir verstehen uns halt gut. Und Engel ist noch nicht fertig, hier bin ich immer wieder. Vermummte Jägerin, Geheimnisse kosten 0, das könnte ganz gut sein. Ach, der Marcel. Morose, Verstohlenheit, ruft am Ende eures Zuges einen Bediensteten 1-1 herbei. Ah! Aber er ist irgendwie auch nicht so gut, ne? Warum nicht? Ich finde ihn cool. Für eine Legendary. Diese Treppe führt direkt zum Theater. Ich bin mir sicher. Ich habe die Karte heute schon mal gesehen. Klar! Heute gegen den Typ, wo ich verloren hatte. Echt? Ja. Aber die Karte braucht halt eine Zeit, bis sie auch wirklich mal gut ist, ne? Wer konnte die denn aber boosten? Ja gut, das kannst du natürlich machen. Das war echt mega heftig. Ich hab ja einmal verloren bei Ranked und dreimal habe ich gewonnen. Machen wir mal gerade die Klassenquests. Marcel schreibt, was sind für ein Hexer? Was für ein Hexer? Hexer? Und Tombo Tombo hat geschrieben, scheiß Bug. Aber was ist denn mit Hexer? Habe ich irgendwas mit Hexer jetzt gesagt? Nicht, dass ich wüsste. Kleine Engel schreibt, nee Marcel, du hast nur eine bestimmte Anzahl an Zeichen im Chat, dann musst du nicht immer warten. Dann Marcel mit der legendären Karte, wo man immer einen. Ach so, Morose. Ach so, oder? Ach so. Er meint, dass es das Morose was beim Hexer bringt. Achso. Ja, das kann. Für Zulok meinst du, ne? Ich glaube, kleine Engel, du hast recht. Wie lange wir noch streamen wollen? Also wir wollen auf jeden Fall das Kapitel abschließen. Und dann wollen wir gucken, wie viel Uhr es ist und dann definitiv vielleicht noch ein bisschen Ranking spielen. Wir haben uns jetzt keine feste Zeit gesetzt, aber wird jetzt auch nicht 10 Uhr oder so. Nee, definitiv nicht. Ich wollte dann auch noch ein bisschen privat spielen. Hast du richtig gesehen, dass meine Karten da schwarz angezeigt werden? Nee. Was ist das denn hier eigentlich? Barnes. Ruft eine Kopie eines zufälligen Dieners in eurem Deck herbei. Tombo Tombo fragt, ob du auch Watch Dogs
Also, ob du LPs gemacht hast über Workshops. Nein, habe ich nicht. Nein, hat er nicht. Er hört dich und ich sag's halt trotzdem nochmal, ne? Ich wollte es ja nicht sagen. Ah, oh, jetzt habe ich die falsche Karte. Heide mal Ausnahme, kleiner Engel. Okay, bis gleich, kleiner Engel. Ich muss jetzt wieder gegen den spielen. Ja, es ist jetzt diese Klassenquest, wo du ein Deck vorgegeben bekommst und dann gegen den spielst. Das Spiel beginnt. Ist jemand verletzt? Auf in die Bresche! Bye! Tombo Tombo, Rack, kannst du auch ein LP machen über Watch Dogs? Er schnauft. Was sie auch alle mitbekommen. Weiß ich noch nicht. Würde ich mich jetzt erstmal nicht drauf festlegen, dass ich ein LP über Watch Dogs mache. Das kannst du dann echt alleine machen. In der Zeit werde ich irgendwie abhauen, das Haus verbrennen. Wo ist Marcel? Marcel, von dem habe ich schon lange nichts mehr gehört. 20 Sekunden sind um, Marcel, du kannst wieder schreiben. Also echt. Watch Dogs ist doch cool. Wer holt sie alle? Watch Dogs 2, definitiv ich nicht. Wirkt jetzt bei mir auch gerade so, als wenn ich es nicht tun würde. Tombo Tombo, wirklich, es ist nicht mein Spiel. Es kann cool sein, cool für dich. Ich habe es am Anfang, den Trailer habe ich auch gefeilt. Ich so, ich muss es haben und dann habe ich es gespielt und ich dachte mir nur so, das ist nicht euer Ernst. Nee, definitiv nicht. Da gibt es andere Spiele. Marcel, hör auf. Hier gibt's keine Gemütlichkeit, das ist ein Livestream, er muss aber tun. Marcel raucht, der ist mir unsympathisch. Nein, Spaß. Ich habe auch geraucht, ziemlich lange. Ich habe auch geraucht, nicht so lange. Er hat ein einziges Mal gezogen. Das stimmt nicht. Hast du eine komplette geraucht? Echt? Mehr sogar. Ich habe 2 Monate, glaube ich, 3 Monate geraucht, aber da war ich halt gerade mal 6 Jahre alt. Krass, also das ist schon heftig, oder Leute? Jetzt mal im Ernst. Nee, ich habe lange geraucht. Ich habe mit 13 angefangen. Ist ja auch jetzt nicht so... Ich kann nicht sagen, ich war volljährig. Ja, und habe bis vor einem Jahr geraucht. Bis vor knapp einem Jahr. Und dann habe ich aufgehört. Der Grund sitzt hier. Ich habe aufgehört natürlich wegen ihm. Auch warum soll ich denn auch aufhören? Es gibt keinen anderen Grund. Okay, dann bist du... Ich weiß, wie alt du bist, Marcel. Hm? Marcel ist jünger als ich. Quatsch, er könnte sogar noch älter sein als ich. Wenn ich jetzt wüsste... Okay, Marcel, in welchem Monat bist du geboren? Tompo, Tompo, du hast übrigens die Großschreibetaste an, falls dir nicht aufgefallen ist. Kannst du bitte kleinschreiben, danke. Wie viele Karten zieht denn der? Das gibt es nicht! Fickt euch, Leute! Jetzt ist sogar Marcel älter als ich! Wir sind wirklich alle gleicher Baujahr, Marcel. Du, ich und Carsten. Und ich bin trotzdem noch die Jüngste. Ich könnte kotzen. Oh, ich glaube, ich mache jetzt Overdraw. Ja, das war dumm. Das war nicht so schlau. Danke, Tombo Tombo, war nicht böse gemeint. Kann mich nicht ficken, hab keine Freundin. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht, Tombo. Was willst du uns damit denn sagen?
Was zur Hölle? Hier hat niemand gesagt, du sollst dich ficken. Wir hatten lediglich freundlich darauf hingewiesen, dass du eine Großschreibetaste anhast. Und ich habe lediglich nur gesagt, dass du klein schreiben sollst. Ich habe gerade gesagt, fickt euch Leute wegen was anderes. Und das war eigentlich nicht auf euch bezogen, bezüglich nicht auf dich, Tombo, sondern eigentlich war es nur Marcel und Carsten gemeint, der neben mir sitzt. Ach, fühl dich nicht angesprochen. Entschuldigung. Das war aufs Alter. Nicht wegen dir. Ein Tässchen Tee. Ein Tässchen Tee. So, das Kapitel auch abgeschlossen. Alles gut, Tombo. Wir wollen hier sicherlich keine Leute vergraulen, deswegen. Und Schamane. Portal Malstrom. Willkommen auf dem Kanal, Tombo. Cool, hi. My name is, hi. Kennst du nicht von Eminem? Nee. Oh man. Ich hör keinen Rap. Was zur Hölle? Es gab mal eine Zeit, da war ich so ganz jung und da habe ich halt Eminem total oft gehört. Wenn ich jetzt wüsste, was hier für Karten drin sind. Danke, Marcel. Oh, Marcel, ich werde ganz rot. Hihi. Tote mache ich erstmal weg. Wir haben sogar darüber gesprochen, Marcel, mit Livecam zu streamen, aber das dauert noch ein bisschen. Ich mag Asterix and Friends. Hab's auch gespielt, hab sogar Videos dazu auf dem Kanal gemacht. Marcel, du willst mitmachen? Beim Livecam? Willst du bei uns vorbeikommen? Habe ich irgendwas verpasst? Okay, Marcel macht mit. Rufe ich jetzt eigentlich 4 Leute herbei? Aber nur, wenn du einen Salat mitbringst, Marcel. Schade. Ich dachte, das funktioniert. Schon wieder der Spruch? Den hatten wir doch schon. Tombo fragt, weißt du, dass Watch Dogs Open World ist? Ja, ist mir bekannt. Ist ihm bekannt. Ja, du hörst ihn ja. Alter, was ist los? Die Karten sind schwarz bei mir. Karten sind schwarz? Bei Marcel waren die Karten gerade schwarz. Ja, das habe ich ja gerade eben mal gefragt. Ah, hier, guck, schon wieder diese Umrandungen. Ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Kann ich gleich mal gucken, ob ich da den Fehler zu finde. Ja, ich weiß, ich sehe es hier, weil wir haben zweiten Bildschirm und so, wo wir den Stream gerade mit angucken. Ich guck mal, ob das jetzt, ist das jetzt besser? Also die Karten sind bei mir im Livestream nicht mehr schwarz umrandet. Ich möchte gerne Nudelsalat haben, Marcel. Und zu TomTom, wie findest du die Grafik in Watch Dogs? Also ich fand sie geil. Also die Grafik, es war echt alles richtig cool, aber es ist irgendwie eine billige Abmache. Die hätte es ein bisschen anders machen können. Dann wäre ich vielleicht auch dabei geblieben und hätte mir vielleicht sogar jetzt Watch Dogs 2 geholt oder würde es mir holen. Ist ja noch nicht draußen, ne? Watch Dogs 2. Kommt das? Magst du mir mal die Limo geben? Genau, Grafik ist nicht alles. Aufgepasst! Aufgepasst!
Tja, Marcel, dann muss ich dir leider sagen, ohne Nudelsalat darfst du nicht zu uns kommen. Kartoffelsalat wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, nein, ja, nein, vielleicht. Face is the place. In your face, bitch. Move, bitch. Get out the way. Get out the way. Yeah, get out the way. Move, bitch. Okay. Schön, dass so viele da sind. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Einem Wildtier, einem Drachen und einem Murloc. Naja, ein Wildtier und ein Murloc habe ich ja, ne? Marcel, der ist der Hammer. Warum? Lebe ich damit? Ich kaufe ein oder ich schaffe mich live zu. Ich schalte mich live zu euch ein. Ich helfe mal weiter. Er hat geschrieben, ich komme wohl immer zu dir. Habe ich irgendwas verpasst? Wenn ich nicht da bin, kommt ihr dann zu dir oder was? Kommt immer zu mir. Ja? Keine Ahnung. Ach, du kommst dann zu uns, wenn keiner zu Hause ist. Marcel, das ist echt nice. Good job, well played. Was ist das denn? Fügt allen feindlichen Dienern 2 Schaden zu. Mach mal, ich will mal angucken. Warte, dazu muss ich erst einen töten. Weil es steht noch, ruft einen zufälligen Diener herbei, der 1 kostet. Boah, nice. Das ist cool. Was macht das Ding statt ein Ding? Ach, das ist das. Ja. Ja, Entschuldigung. Habe ich das jetzt geschlabbert deswegen? Willst du mich eigentlich verarschen? Weil ich einfach nur mich Hallo. Anders hinsetzen. Ja, nice. Hast du jetzt geschlabbert? Ja, klar hab ich geschlabbert. Ich will gerade trinken und er boxt mich hier. Ich bin halt mit dem Ellenbogen zurück und naja, die Hand war, ihr Arm war halt da und dann. Okay, so, die Klassenquests haben wir fertig. Wir könnten jetzt natürlich den zweiten Teil noch machen. Marcel, ist schon vorbei, die Gerüchte sind schon im Umlauf. Ja. Ihr habt eine Affäre, definitiv. Die 8700 Zuschauer, die jetzt hier, die wir haben, wissen es jetzt. So, Tempomage. Da soll noch rein. Da soll noch rein. Das Ding. Tombo Tombo schreibt, eben ist wieder YouTube abgekackt. Ja, scheiße, was? Das ist wirklich scheiße. Da fehlt noch irgendwas. Ich habe wieder irgendwas vergessen. Warte, ich mach das mal kurz rein. Marcel, Schlägerin bitte. Tempomage, was fehlt denn da? Und der hat gerade zugegeben, er kann dir nicht widerstehen. Ich muss schon zugeben, heiß ist er ja, ne Marcel? So, ich würde jetzt sagen, wir spielen jetzt einfach mal ein bisschen gewertet. Oh yes, Ranked. Wieso heißt das? Achso, das ist ja dieses eine Kack-Magier-Ding. Ich wollte gerade schon sagen, wieso heißt das Deck jetzt mein Magier? Ja, die Karten waren übrigens. Ich weiß, warum die Karten schwarz waren. Das lag an dem Programm, was ich dazu gepackt habe. Was jetzt wieder raus ist. Ich mache das jetzt nochmal rein und guck, ob das funktioniert. Aber ich glaube, dann sind die Karten wieder schwarz, oder? Ihr habt es so gewollt. Marcel schreibt schon wieder Kristallkarte. Nee, die kommt da nicht mit rein. Marcel schreibt auch, obwohl ich letztens traurig war, dass ich nicht der Profi war, den ihr gemeint hattet. Aber ich hatte deswegen ein Schmunzeln im Gesicht. Weißt du, du hast das so geil geschrieben, so, und ich dachte, ich wäre der Profi. Und ich dachte einfach so, was zur Hölle. Das war echt cool. Yo! Eigentlich voll die Scheißhand. Mir fehlt auch eine Karte für den Mage, den ich hier spielen wollte. Und zwar fehlt mir der Blutmagier Talanos. Warum machst du es nicht einfach? Weil die 1600 Staub kostet und die habe ich gerade nicht. Doch. Die habe ich also, gerade nicht hast mehr du über. Nicht? Nee, habe ich nicht mehr. Oh. Mein Staub ist weg. Hast du zu viele Karten gecraftet, ja? Ja. Marcel, es ist schon schön, so eine Runde zu sein, hä? Yeti?
Sich flachsen? Priester mit einem Yeti. Okay, was hat der für ein Deck? Lasst uns zaubern. Ach, scheiße, falsch rum. Ich bin so doof. Man macht natürlich erst Arkanschlag und dann die Arkangeschosse, weil dann hätte er einen Schaden mehr ins Gesicht bekommen. Aber, das hat jetzt keiner gesehen. Das hat niemand gesehen. Nein, nicht die 8000 gerade Zuschauer. Ja, wegen regelmäßig Livestream, keine Ahnung, müssen wir gucken. Haben wir uns auf jeden Fall mal überlegt, halten wir uns im Hinterkopf. Ja, Marcel, wir haben ja auch schon mal in einem anderen Let's Play erwähnt, dass wir auch Teamspeak haben, der uns gehört, weil ich ja eigentlich eine eigene Community habe und da kannst du auch gerne mal draufkommen, dann kann man öfters quatschen, wenn du ein Headset hast. Nee, Twitch ist, ich mache das ja extra über YouTube, weil ich das einfach besser finde, weil das mit Twitch, das ist... Keine Ahnung. Hat nicht so bei mir funktioniert und. Also, ich bin eigentlich komplette andere Meinung. Ich finde, über Twitch ist besser wie über YouTube. Und über Twitch kenne ich mich auch besser aus. Also, ich finde, das funktioniert ja, und das hat es bei Twitch bei mir nie. Man kann ja das auch verbinden und man kann ja auch die Videos dann auf YouTube hochladen. Kleiner Engel ist noch Essen machen. Warum sollte Carsten was dagegen haben? Also, Marcel schreibt gerade, wenn Carsten nichts dagegen hat. Ach so, wegen Teamspeak? Ja. Wir sind ja auch regelmäßig drauf, wenn auch hier Freunde von uns, mit denen wir dann irgendwas zocken oder so. Also, das ist überhaupt kein Problem. Ah, kleiner Engel ist wieder da. Hallo und willkommen zurück. Juhu! Hi! Hallo! Du klangst gerade echt weiblicher als ich. Ist das so? Jetzt muss ich gerade rechnen. 1, 2, 3, 4, 5 und dann kann ich noch pingen. Marcel, wir kriegen ihn noch dazu. Glaub mir. Was, zu twitchen oder was? Was? Nein, nein, nicht zu twitchen. Psst. Also doch zu twitchen. Ja klar, mal gucken. Wir können ja mal einen Probeversuch machen, einmal über Twitch. Und wenn du es dann immer noch kacke findest, können wir bei YouTube bleiben. Ja, das Gute an YouTube ist halt eben, wenn jetzt ein Abonnent von uns online kommt, sieht er sofort hier, JaboLP macht gerade einen Livestream. Dann kann er sich das angucken, wenn er da Bock hat. Das klappt bei Twitch eben nicht. Ja, aber wir können es ja vorher ankündigen. Zuerst mal hier ich auf dem YouTube-Kanal. Ich hab's wirklich schon einige Male versucht mit dem Ankündigen und sonstiges und es sind nie Leute dabei gewesen. So jetzt wie hier, 7 Zuschauer hatten wir da nie. Oder hatte ich da nie. Ist halt einfach so. Aber meinetwegen machen wir das so. Machen Was halt ist denn mit mal. Illuminati? Tom, 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 Tombo, Tombo. Oh ja, Marcel, CSGO. Oh ja. Ich werde so sacken, die ersten paar Runden CSGO. Wir haben schon lange nicht mehr gespielt. Ich warte hier immer noch, bis mein Rechner kommt, Marcel. Mein Rechner ist leider immer noch in Reparatur. Deswegen kommen auch momentan keine Riders of Icarus Videos mehr oder sonstiger Kram. Momentan ja alles nur an einem Rechner. Ja, im Moment sind wir echt nur am einem Rechner und nehmen halt zusammen auf. Was ich eigentlich echt ziemlich scheiße finde. Ich hab Mitleid mit mir, Marcel. Bitte. Left 4 Dead, ach du heilige Scheiße, ich habe es gesuchtet, aber es ist lange her. Du nicht? Nicht mein Spiel, ich mag das nicht. Echt nicht? Nee. Hast du Left 4 Dead 2 gehabt? Ich habe beide mal angespielt und fand sie beide nicht gut. Mann. Jaina gegen Rexha. Ja, das stimmt allerdings, ein kleiner Engel. Oh, Dead Island habe ich gezockt, aber das wird auch irgendwann echt extrem langweilig. Hä? Wo steht es? Ah ja, für wirklich. Ich muss ehrlich zugeben, Dead Island. Ich habe ein Let's Play angeguckt, aber ich habe es nicht selber gespielt. Ich habe es mit David gezockt. Das war eine Zeit lang echt witzig.
aber dann irgendwie... Das heißt, lass mich mal spielen. Echt jetzt? Ja, wenn du spielen willst, spiel. Mach mir ruhig meinen Rank kaputt. Nein, Mann. Was zur Hölle. Dead Island, ja, das ist auch echt ein witziges Spiel. Wollen wir Plätze tauschen? Nö, passt schon. Ich kann es von hier aus lesen. Aber mein Arm muss sich so strecken, um die Maus zu... Oh. Ja, ist okay. Was zur Hölle tust du? Was? Das Ding, da hätte das doch direkt getötet. Ja, ich hab's... Ich hab's ja, jetzt nochmal... Ja, lass mich! Wer hat diese Frau an diesen Rechner gelassen? Ich will dein Ranked versauen, du bist ja erst 20. Was will ich da versauen? Ich kann Sterne verlieren. Wie viel einen? Jetzt lass mich doch mal konzentrieren, ja? Ja, dann konzentrier dich halt auch. Hört auf zu lästern. Ich sehe alles. Du willst ankommen und eine Runde spielen? Nee, lass mal. Ich habe momentan, ich bin so raus aus Hearthstone, das ist unglaublich. Ich habe das ja auch schon sehr lange nicht mehr gespielt. Ich spiele momentan mehr Heroes of the Storm, wenn ich ehrlich bin. Deswegen auch noch nichts in Karazhan und so gemacht und dachte mir, das wäre dann vielleicht die Gelegenheit, mal irgendwie einen Stream aufzusetzen. Boah, was ein Luck. Ich hätte vielleicht erst... Ja, grundsätzlich sollte man erstmal gucken, was man so an Karten spielen kann. Jetzt hör auf! Grüße gehen an alle raus. Ja, an alle, die zuschauen. Grüße! Marcel, halt die Klappe, ich komm zu dir nach Hause. Ja, ich will jetzt den spielen. Und jetzt kommt Savannenhyäne und du bist gefickt. Lass mich jetzt in Ruhe. Und da ist sie. Psst, ich hab sie im Griff. Ich hab sie im Griff. Ich hab sie nicht im Griff. Warte. Warte. Nein? Machen wir zurück. Ja. Das? Nee, das lohnt nicht. Ja, doch, spiel den und spiel Münze und hoff, dass der Ding uns kaputt geht. Also das? Ja, und Münze. Ja. Achso, weil ich mir Heroes of the Storm spiele. Ja, aber das macht halt momentan echt mehr Bock bei mir zumindest. Wow. Spiel du weiter. Jetzt hast du das Spiel kaputt gemacht und dann sagt ihr, spiel du weiter. Ganz ehrlich, ich kann kein Mage spielen. Das ist einfach meine beste Ausrede. Ich kann kein Mage spielen. Ist einfach so. Ich bin eher für Priester. Sind die Karten jetzt immer noch schwarz? Nein. Okay. Dann war das wohl ein Bug. Jetzt gehen sie alle, die ganzen Zuschauer. Weil es unlustig wird, weil ich gespielt habe und die so, nee, das können sie nicht ertragen. Was für eine Scheiße. Kann ich voll und ganz nachvollziehen.
Doch, die Karten sind wieder schwarz. Siehst du, da haben wir jetzt wieder diese schwarzen Dinger drin. Was kann ich denn dagegen tun? Ah, es sind nur schwarze Umrandungen. Ja, warte, ich habe eine Idee. Options. Streaming. Wie mache ich denn grün? Ist das... Ist das 00FFFF grün? Naja, fast. Entschuldigt gerade, dass das so komisch aussieht. Ne, dann sind immer noch schwarze Ränder. FFFF 00. Vielleicht das besser? Ne, okay, ich nehme es einfach raus. Ist das immer noch schwarz? Ja. Jetzt nicht mehr, oder? Warte, Verzögerung. Ist immer noch schwarz. Ist das jetzt besser? Du hast gerade verloren. Ja. Du hast verloren, nicht ich. Du hast für mich das Spiel verloren. Aber dieses schwarze Ding ist immer noch, ne? Ein kleiner Engel schreibt auch, dass du das rausnimmst, ändert nichts. Es bleibt schwarz. Du hast verloren. Nein, du hast für mich das Spiel verloren. Das musst du schon richtig sagen. Aber ich will, dass das jetzt wieder normal läuft. Ich nehme mal ganz kurz... Ihr kriegt jetzt mal ganz kurz einen schwarzen Bildschirm. Moment, hier. Und dann hinzufügen... Uah. So, hoffentlich jetzt ohne schwarze Ränder. Sieht besser aus? Nimm an, wechsel aus. Marcel schreibt ja perfekt. Ja, perfekt! Marcel schreibt auch, die schwarze stört mich nicht. Kleiner Engel schreibt auch immer, wenn du aufs Spielfeld klickst, ist es schwarz umrandet. Jetzt aber nicht mehr. Okay. Ciao, Tom Tombo. Hat keinen Bock mehr, geht. Bis dann. Kann ich mit der Arsch würfeln? Boom, bitch. Get out the way. Yeah, get out the way. Yeah, get out the way. Mirror Image. Mir fehlt ein bisschen Musik. Ja, aber das Problem ist, das dürfen wir ja nicht, ne? Dim, dann müssen wir Musik nehmen, die contentfrei ist. Dann, wie wäre es, wenn wir singen? Das ist Content. Und dann haben wir auch keine Zuschauer mehr. Marcel, wie wäre es, wenn du für uns singst? Ja, ich kann die Musik von dem Spiel ein bisschen lauter machen. Wow, das ist... Kleine Engel schreibt, jetzt ist es perfekt. Beziehungsweise sie schreibt, jetzt ist es gut. Und wegen den Liedern, ja, da müssen wir wegen Rechten aufpassen. Ja, wissen wir ja Bescheid. Lasst uns zaubern. Baum, baum. Okay, Marcel, ich bin bereit. Was hast du gesagt? Jetzt pass auf, jetzt haut Marcel voll die Rapper Scheiße raus.
Ich weiß noch nicht so ganz, wo ich mit dem Deck hin will. Ich glaube, ich muss da noch mal ein bisschen was machen. Das gefällt mir so noch nicht, wie sich das spielt. Vielleicht mache ich ja wirklich, höre ich ja wirklich mal auf den Marcel und mache das Ding da rein. Hör mal auf Marcel, ja? Wie? Nee, Marcel, hör auf uns zu widersprechen, ja? Nee, ich glaube, das war noch auf einer Aktion zuvor. Wie ich es halt wusste, ich kann mir so richtig vorstellen, Marcel so mit Hip-Hop und wirklich so mit Cap und dann hört er wirklich so Rap. Und was sagt er? Er hört sowas. Ich wusste es einfach. Ich habe mir einfach Marcel so vorgestellt, so mit Cap und Rapper-Sachen und dann... Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, wenn ich das jetzt am Rand wieder reinmache, habe ich ehrlich gesagt Angst. Wir lassen es jetzt einfach so. Oder? Aber vielen, vielen lieben Dank, kleiner Engel. Er hat keine Cap. Oh. Wann hast du. Achso, ich weiß ja, wann du Geburtstag hast, ne? Kriegst eine Cap von uns. Okay, ich muss zugeben, ohne Scheiß, Dame ist echt cool. Der ist richtig cool. Ich mag seine Lieder. Wer? Dame? Dame, ja. Ja, Dame geht, ja. Das ist aber auch der einzige. Das ist auch nicht so richtiger Hard Rap, sondern das ist noch halb gesungen so. Also wenn du dir sowas anhörst wie Bushido oder Kollega oder KIZ. Kollega. Ja, oder Kollega, ist doch egal. Wie die ganzen Uschis und Muschis da heißen. Ja, Haftbefehl. Haftbefehl, Alter. Mach ich hier auf Ghetto. War ich im Knast, ja? Alter, ich kann den Typ nicht. wir haben da einen, der Russisch schreibt. Ich blockiere den gleich mal. Oder warte mal. Ja. Please only German. Ja, tja. Wie funktioniert das? Ne, du bist gerade auf dem Falschen aber drauf, oder? Du bist gerade auf kleiner Engel drauf. Nein, warte kurz. Jetzt bitte nicht hier unsere Leute blockieren. Nein. Ich bin bereit zu lernen. Ich habe jetzt nur die Nachricht gelöscht. Ja, ist egal. Was zur Hölle? So, Feuerball und der Typ ist tot. Oder die Fackel, dann ist der Typ auch tot. Warte kurz. Zwei Karten ziehen, kann ich mit leben. Okay. Marcel von KIZ finde ich das Lied Böses Mädchen. Finde ich von KIZ cool. Und Fremdgehen finde ich cool, das Lied. Nein, kleiner Engel. Ich block dich nicht, keine Angst. Wir können sonst auch mal kurz das andere Deck ausprobieren. Ich habe ein Reno-Deck hier. Karazhan Reno-Deck, da fehlt. Nein, bitte nicht, kleiner Engel. Bitte, es war... Nein, ich habe den Russen gemeint. Was ist denn hier alles neu? Timmy Blue? Wer ist Timmy Blue? Jamie Blue, ist das nicht der Sohn vom Ochsenknecht? Jamie Blue Ochsenknecht? Vom Uwe? Uwe Ochsenknecht heißt der doch, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich meine ja. Was ist das für eine Musikart? Anscheinend Rap oder so ein Gedönse. Wenn ich das jetzt mir ganz kurz anhöre, dann kriegt es jeder mit und das Video wird gesperrt, richtig? Ja. Scheiße. Siehst du, sag ich doch, Jamie Blue Ochsenknecht. Ha. Keine Ahnung. Jawohl, Reno direkt auf Starthand. Läuft. Win. So, ich versuche das jetzt nochmal, das reinzumachen. Genau, hat KIZ den gedisst. Kein Plan, wieso? Ach, ich finde sowieso alles nur Kindergartenkacke mit dem Dissen und alles Mögliche. Was soll das denn für ein Opening sein? Opening! Opening!
So, jetzt mache ich das aber wieder anders. Streaming, das war... Du lehrst mich weiter mit. FFFF00. Fehlt dir was? Nicht? Ah, das war's. So. Warum hast du das rosa? Damit das wieder gehidet werden kann. Ich versuche das jetzt mal wieder einzufügen für die Leute. Ich hoffe... Overlay. Hier einmal rein. Ups. Und dann... Color... Weg. So. Jetzt müsste es doch eigentlich... Marcel? Okay, bis gleich. Ja, wir sind noch ein bisschen da. Wir machen vielleicht das Spiel noch und danach noch eins und das war's. Ja. So. Aber jetzt sagt er mir, dass alles zweimal drin wäre. Achso, das ist die Tempo-Mage-Version. Das stimmt natürlich nicht. Kannst mir dann mal schicken, Marcel. Das sieht schon besser aus. Was spielt denn der eigentlich? Ich krieg das gar nicht so richtig mit. Was hat er denn jetzt gespielt? Heldenfähigkeit. Der macht nur Heldenfähigkeit, oder was? Der macht... Was ist das für ein Typ? Weißt du, der macht am Anfang Innerwelt für so eine Kackkarte und spielt dann nur Heldenfähigkeit. Schreib einfach, mach einfach. Kein Thema. Schreiben! Ja. Der spielt so einen Scheiß zusammen. Oder soll. Ja, genau, du schreibst uns. Ja, ein ganz komischer Typ hier. Das Ende da! Hoffen wir, dass er kein Damage auf der Hand direkt hat. Ja. Ist egal. Hallo Atta, was du verpasst hast. Wir haben Karazhan den ersten Flügel gemacht. Und wir haben jetzt ein paar Ranked-Spiele gemacht, also gar nicht so viel verpasst. Hallo, Arta. Spielen wir den. Komm, was Gutes. Ah, okay. Kann ich mitleben. Der alte Gott ruft. Ist das ein Cartoon-Deck? Das ist ein Cartoon-Deck. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Machen wir mal das Board clear. Hallo Chompu Chompu, du auch wieder da, sehr schön. Hat sich doch wieder zu uns gezogen. Pandaria wird uns gehören. Ups. Du hast mir in Facebook geschrieben oder du hast... Nee, dem Kanal. Denke ich mal. Ja. Das wäre jetzt sehr, sehr interessant, wenn er dir geschrieben hätte. Ich wollte gerade sagen, er hat mich gehackt. Ach komm, Early Ragnaros, go. Face! Jawohl, Face is the place. Okay. Wie kommt's denn, dass du wieder da bist, Tompu Tompu? Schön. Das Deck wäre vielleicht eher was für dich. Ich mag kein Mage. Aber das ist halt so ein bisschen, Leute, warum geht der Face? Was ist das für ein Typ? Warum macht er sowas?
So spielt man doch nicht. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Oh mein Gott. Das Mikrofon ist ein bisschen zu laut. Okay, das kriegen wir hin. Ist das so angenehmer? Hallo. Meine Augen sind offen. Wenn das noch ein bisschen zu laut sein sollte, einfach sagen. Wir müssen halt auch irgendwie so ein bisschen... Alter, der ist so dämlich. Das kann mir doch keiner erzählen. Schön, dass du wieder Lust hattest. Und Arthas schreibt... Niemand darf überleben. Arthas, genau. Und darf keinem erzählen, dass ich gegen solche Leute spielen muss. Jo, bis später dann vielleicht. Ohrenschmerzen. Dieses Headset ist sowas voll für den Arsch, ganz ehrlich. Ja, da müssen wir dem mal ein anderes holen. Es war einfach nur eine Notlösung, aber da wir das jetzt öfters machen, ist es einfach nur grauenvoll. Ja. Es tut halt echt weh, ne, an den Ohren. Arthur, und sonst, wie geht's dir? Schön, dass du noch dazugekommen bist. Nicht mehr so lange, wenn wir ehrlich sind. Wir werden jetzt noch ein Spiel machen und dann wollten wir eigentlich Schluss machen. Ja, ein, vielleicht zwei Spiele und dann geht's eher gegen Ende. Willst du mal eins machen? Reno Mage? Ich spiele gerade nicht mit meinem, ich möchte nur mit meinem Deck spielen. Wollen wir gleich kurz umloggen? Nee. Nee. Nein. Ich werde das nächste Mal streamen. Wechseln wir uns ab. Was ist gegen Druide wieder, ne? Du hast ja auch eine Kackhand am Anfang, oder? Ja, es geht eigentlich. Ich habe mich noch nicht getraut, die wegzumachen, weil ich habe so viel... Ich habe eine relativ hohe Kurve. Da brauche ich die kleinen Viecher. Bisschen CS 1.6. Oh mein Gott, 1.6 ist lange her, wo ich gespielt habe. Ja, das stimmt. Ich bin eher der Go-Spieler. Oh, das ist sehr geil für uns hier. 3-2 Panther. Keine Sorge, Darlings, die Kamera geht. Easy Kill. 1.6 habe ich vor Jahren gespielt und dann noch ESL. Ist das mit dem Mikro jetzt übrigens besser? Oder ist das immer noch so laut? Er hat gemeint, ja, es ist besser. Ah, hat er geschrieben? Habe ich dir auch gesagt. Ja, okay. Habe ich nicht so mitbekommen, sorry. Elise, komm. Krass, dass es noch Leute gibt, die wirklich noch 1.6 spielen. Finde ich auch cool. Ja, richtig, oldschool. Wobei ich immer mehr erlebe, dass Leute, die, mit denen ich CSGO gespielt habe, die wieder zurück zu Source gegangen sind. Die spielen jetzt wieder öfters Source. Okay. Ja. Aber Source ist scheiße. Oder dieses, wie heißt es, Counter-Strike CZ oder wie heißt es? Condition Zero. Ja, Condition Zero. Das habe ich auch mal eine Zeit lang gespielt, weil Source fand ich richtig scheiße. Oh nein. Und dann, ich hab gesuchtet. Fand wirklich. Ich halt, dieses Condition Zero war ja so ein Mix aus den beiden irgendwie. Also die Grafik von 1.6, aber die Bedingungen von Source, aber das fand ich auch irgendwie scheiße. Dann bin ich bei 1.6 geblieben und hab dann irgendwann ganz aufgehört. Ey, was ist das für ein Druiden-Deck? Krass. Pimpt hier einfach mal so seinen Dschungelpanther hoch. Watch Dogs. Nur mit deinem Watch Dogs, Alter. Tombo, niemand mag Watch Dogs. Jetzt ist raus. Oh, das ist gut. Schade, dass er tradet. Machen wir es direkt kaputt. Oh yeah. Ist zwar so ein bisschen gegen die Kurve gespielt jetzt, aber
Jetzt spiele ich halt in Runde 7 den. Lol. Ist dein Ernst? Easy. Ich gehe mich geschlagen. Echt jetzt? Ja. Nice. Komm, einer geht noch, oder? Ja, komm, machen wir noch eine Runde. Ja, das stimmt. Es gibt wirklich viele YouTuber, die das gespielt haben. Ja. Arta, das stimmt schon, aber ich finde bei CSGO die Maps eigentlich, die reichen vollkommen. Was ich bei CSGO halt richtig gut finde, was eben 1.6 nicht konnte, ist, Priester, ne? Ist, das Matchmaking. Das hat, wäre das bei 1.6 schon gekommen, fände ich das richtig geil. Ja, doch. Das Matchmaking ist cool. Also man hat häufig Russen und man hat häufig Scheiße, aber Matchmaking ist eigentlich ganz cool. So ein bisschen konzentriertes Spielen und so. Man hat das häufig auf den Servern versucht, aber das hat halt nie geklappt, weil du da immer irgendwelche Idioten hattest. Aber irgendwie machen die jetzt CSGO echt voll kaputt irgendwie mit erstens mal die Sounds bei den Waffen, was jetzt wieder drauf gepatcht haben. Die hören sich nur noch an wie bei keine Ahnung. Und ja, es gibt immer wieder mehr Cheater und dieses Overwatch bei CSGO ist auch nicht so das Wahre. Ja. Ja, es gibt wirklich viele, die Watch Dogs gespielt haben, aber es gibt auch sehr viele, die sagen, nachdem sie es durchgespielt haben, dass Watch Dogs beschissener als GTA ist und das ja eben, das ist es halt, ne? Watch Dogs ist eben das schlechtere GTA. Alter, also nicht, wenn du jetzt denkst, wir haben was gegen Russen. Aber die Russen bei CSGO, die wir meistens im Team hatten, waren einfach nur entweder Troller oder Flamer oder inkompetente Spieler. Leider, ja. Da hatte ich lieber Franzosen im Team, bin ich ganz ehrlich. Ich habe auch einen Franzosen kennengelernt, der sehr sympathisch war. Und er sogar versucht hat, mit uns Deutsch zu reden. Es war richtig cool, mit ihm zu spielen. War richtig trollig, ja. Und er hat wirklich versucht, im Team zu spielen. Aber naja. Okay, Tompu. Läuft. Muss ja auch nicht jedem alles gefallen. Ich zum Beispiel mag auch total hier dieses Riders of Icarus. Marcel ist sich fertig machen. Er schminkt sich gerade, macht ein bisschen Make-up, weil er geht dann fort. Er geht dann fort. Er geht dann fort. Der ist dann kaputt. Was? Nein, Arthur, das heißt Zucker Briat. Zucker Briat. Mir ist es echt so. Und wenn du ganz freundlich erstmal Hi Guys sagst oder Hi Team, dann kommt erstmal Shut the fuck up! Down-Syndrom. Nee, aber echt, jedes zweite Wort kommt von denen ist Zucker. Zucker. Wert. Ich will Zucker! Ich brauch Zucker! So. Den halte ich mal, weil mit dem kann er sowieso nichts anfangen. Ja, ja. Ich überlege nur, ob ich das schiebe. Ich glaube ja. Schieb, töten und den Hamster spielen. Jo. Hey, dieses Quietschen geht mir am Sack, echt. Welches Quietschen? Wo kommst denn du da dran? An dem Schreibtisch. Ach so. Drachenei, okay. Du darfst jetzt nichts spielen, wo. Nee, ich darf dir das nur nicht angreifen, weil dann kommt so ein Vieh da raus. Ja, ich weiß, 4-4, glaube ich, oder? Nee, 2-1. Das, was du meinst, ist anders. Das ist das Drachenei. Du meinst das Nerubien-Egg? Also das ist ein nerubisches Ei, aber das gibt's nicht mehr. Echt nicht? Nee, ist ja mit Schnacks Rammers ja, raus. Ja, stimmt, ist ja jetzt raus. Bis ich mich da wieder reinfinde. Hey, gib mir das!
Nee, kenne ich nicht, Tombo Tombo. Kennst du einen Kanal Hubi-Fan oder so? Nee. Nee, kenne ich nicht. Aber ich bin auch ehrlich, so viel gucke ich gar nicht an anderen Let's Plays. Lol, fail. Das gibt keine Karte. Oh, das ist gut. Jetzt bin ich nicht mehr eins. Nice. Gegen was für Leute spiele ich hier eigentlich gerade? Ach, komm. Naja, die ist jetzt raus, ne? Schatten war tot raus. Das heißt, Time für Ragnaroks. Elise? Nee, Ragnaros, komm. Entweder macht er das Ding jetzt kaputt oder Face macht Schaden. Jawohl. Outlast. Outlast und das DLC habe ich gespielt und werde definitiv auch Outlast 2 zocken. Ja, gibt's bei mir auf dem Kanal. Ist jemand verletzt? Ach, hast du sogar geschrieben, dass es das bei mir gibt. Entschuldige. Ja, er wird Outlast 2 spielen, das ist die Antwort. Ja, habe ich ja gesagt. Er ja. hat es jetzt so überflogen und ja, Outlast, das ist so eines der Games, wo ich echt abgebrochen habe. Das war eins, wo ich echt... Echt? Nee, ich fand das so geil. Und ich habe mich da ganz am Anfang so ultra erschrocken. Da ist dann sogar, glaube ich, das Spiel dann direkt erstmal abgestürzt. Ja, aber schau mal, ich habe es erstens alleine gespielt, ich als Mädchen. Ich habe es auch alleine gespielt. Und immer im Dunkeln. Nee, ich am helllichten Tag und hatte trotzdem Schiss. Ohne Mist, nee. Der Typ geht mir ein wenig auf den Keks. Sylvanas. Du mit deinem Watch Dogs, ne? Venos Gaming. Ja, Venos Gaming, die sind echt krass, die Jungs. What? Vernichtet einen legendären Diener. Was zur Hölle ist das denn jetzt hier? Soll ich Yogg-Saron spielen? Hast du noch, hast du schon genügend Ding? Sieben. Sieben Zauber habe ich gespielt. Dann mach. Ja? Ja, mach. Ich könnte auch mit Großwildjäger das Ding töten. Komm, nee, mach. Yogg-Saron? Ja. Erst angreifen, ne? Ja, oder? Mach. Ja. Ich vernichte mein eigenes Ding und der Gegner bekommt was dafür. Was ist das denn für ein Schrott? Lol. Ich werf meine Hand weg. Ich hätte es nicht tun sollen. Ich hätte das nicht tun sollen. Scheiße. Sylvanas weg, Reno Jackson weg. Und das alles für Schrott. Scheiße. Ich hätte es nicht tun sollen. Du hackst nicht mal einen Stein. Alter. Hey, bitte. Tombo, Tombo. Leute, ganz ruhig bleiben. Muss jetzt hier nicht ausarten in einen Kampf gegen unter euch, ja? Das ist nicht notwendig. Nur wegen dem Kackspiel. Namens Watch Dogs. Ich mag es nicht. Du magst Watch Dogs, wir nicht. Ist doch alles in Ordnung. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Hatte er dich großer Bruder genannt? Oh. Mich? Nee, ich glaube ihn. Nee, den. Aus dem Sinn heraus ihn. Faruk, hallo! Hi! Scheiße, jetzt komme ich nicht dazu, Effigy zu spielen. Mist!
Oh, das ist gut. Effigy. Töten. Das war's. Lass uns halt. Ich lasse euch an. Wow. Nettes Dingen, nettes Dingen. Knacken wir noch die 10 Zuschauerrate. Gleich nach der Werbung. Hi, hi. Forgotten Torch, das finde ich sehr gut. Eine neue Akquisition. Geil. Was denn? Direkt erstmal eine Rekrutenarmee aufs Feld holen. Jetzt brauchst du irgendwas zum Boosten. Das Dumme ist nur, wenn er jetzt einen Rekruten kaputt macht, dann löst das natürlich Effigy aus. Ich hoffe, er will das Ding einfach unbedingt zerstören. Scheiße. Ging nicht so auf, wie ich mir das vorgestellt habe. Begrüßt die Lehre. Damit kommst du aber nicht weit. Komm, gib mir was Gutes. Hallo Marcel! Yashraj, plus 2, plus 2. Das hilft mir sogar in dem Fall. Ihr hattet schon. Hi und willkommen zurück, Marcel. Das Duell hier dauert einfach ewig lang, weil der Typ einfach nicht sterben will. Und wir waren so dämlich und haben Yogg-Saron so früh gespielt und unsere ganzen Karten verloren. Die ganzen Karten weg. Da waren schöne Karten bei. Ja! Er gibt auf! Endlich! Oh yeah! Ja, guck. So! Liebe Freunde. Freunde der Nacht. 3 Spiele, 3 Siege. Mit dem Deck zumindest. Mit dem anderen habe ich ja nur einen Sieg und eine Niederlage. Ja. Wegen mir! Weil ich scheiße gespielt habe. Wohin mit dir? Wohin mit dir? Ich habe einen Krampf. Ach so. Ich habe einen Krampf, ich bleib schon da. Ah, alles klar. Super, Marcel. Ja, liebe Freunde, vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr so zahlreich bei uns da noch eins. Go, go. Nee. Marcel, das ist wirklich eher nicht so drin. Wir wollen aber auf jeden Fall in Zukunft nochmal einen Livestream machen und dann machen wir von ihrem Account aus und dann spielen wir ein bisschen gewertet mit ihrem Ding. Oh yeah. Du hast nämlich einen Cthulhu-Priester gebaut. Yep. Ja, okay. Das heißt, wir machen... Ja, tut mir leid, Faruk. Tut mir leid, Marcel. Die Zeit ist um. Wir werden uns in Kürze aber wieder online sehen und wieder im Livestream sehen. Haltet also Augen auf auf Facebook und vor allen Dingen auch auf YouTube. Kennt ihr die Folge bei South Park, wo alle World of Warcraft spielen? Wenn ja, kennt ihr den allerbesten Spieler? So stelle ich mir beste Spieler vor, die es gibt. Macht Spaß. Nee, die Folge, ich gucke kein South Park, tut mir leid, kenne ich nicht. Ja, also wie gesagt, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann sehr bald wieder. Jo, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Tschüss.